Lena, Harald, Paul und Martin. Sie arbeiten alle bei Appetito. Und was haben die vier noch gemeinsam? Sie alle haben Themen, über die sie gern mal sprechen möchten. Das ist Harald. Harald arbeitet seit 17 Jahren als Servicefahrer für Appetito. Täglich steht er vor Herausforderungen, die engen Straßen bei der Belieferung, die zusätzlichen Anlaufpunkte oder die vielen einzelnen Kartons. Dabei kommt er ganz schön aus der Puste. Über all das würde er gern mal mit seinem Chef sprechen. Dann kann Harald bestimmt auch besser nachvollziehen, warum die Situation so ist. Das ist Paul. Er ist Koch in der Entwicklungsküche. Hier hat er sich viel Know-how über die Produkte aneignen können. Gern würde er sein Wissen mal in einem anderen Bereich einbringen, zum Beispiel im Einkauf. Dort könnte er die Kollegen super unterstützen. Ob sein Chef ihn bei einem internen Wechsel unterstützen würde? Alle haben Themen, über die sie gern mal sprechen möchten. Mit genügend Zeit, gegenseitigem Zuhören und der Möglichkeit, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und genau dafür gibt es jetzt Max. Max? Ja, dürfen wir vorstellen? Max ist die neue Mitarbeiterbeurteilung bei Appetito. Die durchläuft zukünftig jeder. Und was passiert bei Max? Wir sprechen über dich und deine Arbeit. Was läuft gut? Und wo klemmt es vielleicht? Es werden die eigenen Leistungen reflektiert und mögliche Perspektiven aufgezeigt. Bei Max ist jeder gefragt. Mitarbeiter und Führungskraft. Es ist ein aktiver Prozess, der auf ein starkes Miteinander setzt. Das bedeutet natürlich für jeden ein bisschen mehr Zeit, die investiert werden muss, um Feedback zu geben. Zeit, die sich für alle lohnt. Max, eine Prise du.